Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mount- bzw. Achievement-Guide-Video präsentieren. Und zwar geht's heute um dieses mehr oder minder schicke Mount hier. Und das schimpft sich einmal elfenbeinfarbiger Goliathus. Und dieses bekommen wir über ein Achievement. Und zwar haben wir hier den Erfolg Ruhm des Tiefenforschers. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt als erstes das Mount an und dann gucken wir uns ein bisschen den Erfolg an, was wir da so alles machen müssen. Also, das Mount ist hier so ein Selektidenviech oder Drohne, je nachdem, wie man das schimpfen will. Und das ist natürlich auch ein Flugmount. Ne? Hat so kleine Flügelchen raus. Ganz nette Animation, muss man sagen. Wir schauen uns jetzt noch das Mount-Special kurz an. Also, ich habe mir da ein Makro gemacht. Ah, guck mal, beim Mount-Special. Es hebt sogar ab beim Mount-Special. Das ist ja nice. Also, da muss ich sagen, cooles Mount-Special. Genau, also soviel zu dem Mount an sich. Jetzt schauen wir uns an, was wir machen müssen. Es ist einmal das Achievement Ruhm des Tiefenforschers. Das ist das Meta-Achievement für die Tiefen oder im Englischen auch Delves. Wir finden das einmal unter Tiefen und zwar in der Überkategorie. Dafür müssen wir 10 Untererfolge abschließen. Und zum Teil sind das auch wieder Meta-Achievements. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach eins nach dem anderen durch. Zu vielen von diesen Untererfolgen habe ich schon eigene Videos gemacht. Ich kann euch jetzt ehrlich gesagt zum aktuellen Stand nicht sagen, ob die schon alle raus sind. Wir werden uns jetzt die Sachen angucken, aber nicht ganz in der Tiefe. Ne? Da würde ich euch dann vielleicht nochmal auf die Unterachievements verweisen, falls da noch Unklarheiten sind. Aber wir gucken uns das schon so weit an, dass ihr das alles nachvollziehen könnt. Also das erste ist Tiefen von Wolf-In, Stufe 8. Und das ist relativ selbsterklärend. Wir müssen halt einmal eine Tiefe auf Stufe 8 spielen. Und wie läuft das? Ihr müsst in irgendeiner Tiefe quasi Stufe 1 spielen, dann könnt ihr in Stufe 2 rein. Wenn ihr Stufe 2 gespielt habt, könnt ihr in Stufe 3 rein. Und das ist halt einfach, ja, ähnlich wie in Shadowlands, die, wie hießen die, in Torghast, diese Stufen, ne, die konnte man einfach hochspielen. Und wenn ihr einmal einen 8er gespielt habt, dann habt ihr das erste Achievement schon eingeheimst. Mehr ist es nicht. Hoch geht's übrigens bis Stufe 11, bringt aber nicht mehr Loot, also 8 ist das, was ihr eigentlich machen wollt für den maximalen Loot. So, das ist schon mal das erste. Und dann das zweite Achievement ist Tiefenmeister der Lehre, der War Within. Und dafür müsst ihr jegliche Tiefe einmal gelaufen sein. Und zwar nicht nur einmal, sondern, wie ihr hier seht, gibt es verschiedene Geschichtsstränge. Diese Geschichtsstränge funktionieren eigentlich folgendermaßen. Wenn ihr in eine Tiefe reingeht, dann seht ihr am Anfang immer hier, wie die Tiefe heißt. Also wir haben einmal Nachtsturz, Sanctum und dann haben wir einmal Signalrauschen. Und hier über das Add-on Handy Notes kann man sich das einstellen, dass man Tiefen anklickt und dann sieht man, okay, ich habe von dem Add-on Signalrauschen habe ich abgeschlossen. Es gibt aber noch zwei andere, Dunkles Ritual und Kyrons Angriff. Ne? Das ist so ein bisschen, kann man sich ein bisschen schneller quasi das Ganze anzeigen lassen. Es ist jetzt aber auch so, dass ihr das auch im Achievement seht. Also, wenn ihr euch da jetzt kein Addon runterladen wollt, einfach jeden Tag zu den verschiedenen Tiefen hinfliegen und einmal nachschauen, welches ist und dann das spielen. Das könnt ihr auch auf Stufe 1 machen. Das müsst ihr nicht in der hohen Stufe machen, wenn ihr es einfach schon schnell durchbannern wollt. Die Tiefen an sich seht ihr ja auf der Map. Ne? Es gibt hier verschiedenste Tiefen in den ganzen Zonen. Die seht ihr hier über die Tür-Symbole. Also, das ist dann Nummer 2. Und da sind halt auch ein Haufen Unterachievements. Also, ihr seht, da gibt es dann von jeder möglichen Zone quasi diese verschiedenen Varianten. Es sind überall 3 bis auf einer Tiefe, da sind es glaube ich 4 Stück. Es ist übrigens so, dass das random ist, also es läuft nicht so, dass am Tag 1 die erste Version ist, am Tag 2 die zweite und am Tag 3 die dritte, sondern es ist ein bisschen random, ihr müsst da über ein paar Tage halt immer mal wieder hinschauen. Genau, so viel dazu. Dann gucken wir uns das nächste an. Und zwar, kein Schatz bleibt unentdeckt. Und kein Schatz bleibt unentdeckt, da müsst ihr auch wieder in jegliche Tiefe rein, ne? Ihr seht das. Und müsst quasi die Schätze holen. In den meisten Tiefen sind es 4 Schätze, das sind einmal Schätze. Und die sind auch accountweit geteilt. Zu allen diesen Dingern habe ich schon Videos gemacht. Und die sind schon raus oder die kommen noch. Ja, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich habe so viele Videos jetzt hier am Anfang der Expansion aufgenommen. Aber die kommen auf jeden Fall noch. Falls ihr da jetzt nicht drauf warten wollt, mit Handy Notes könnt ihr euch die Schätze anzeigen lassen. Ich habe die bereits abgeschlossen, deswegen gehen wir auf bereits abgeschlossen. Ihr seht, da sind diese ganzen Schätze dran. Und man sieht auch oft, wenn man irgendwo special hin muss, wo die Route ist. Ne? Also hier muss man rüberspringen zum Beispiel. Also das ist dann auch nochmal so eine Geschichte.
Und manche Schätze sind aber nur in gewissen Geschichtssträngen da. Das ist ein bisschen blöd. Das ist, glaube ich, nur in ein oder zwei Instanzen oder halt Delphs so, dass ihr einen gewissen Geschichtsstrang haben müsst von den Delphs, dass diese Schätze da sind. Steht aber im Handy Notes auch drin, beziehungsweise in meinem Video. Dazu erkläre ich das auch nochmal ein bisschen genauer. So, das sind jetzt diese Meta-Dinger. Und jetzt haben wir quasi 1, 2, 3, 4, 5 Achievements, wo ihr immer was Spezielles in einer gewissen Tiefe machen müsst. Das erste können wir uns mal angucken, Spornfeger. Hier ist es so, dass wir in der Fungianer-Tiefe auf Stufe 8, also hier wichtig, ihr müsst eine Delph-Stufe 8 laufen, müssen wir komplett durch, ohne von explosive Sporen getroffen zu werden. Diese explosive Spore sind quasi so Sporen, die dann so einen Kreis um sich rum haben, wenn ihr reinlauft und hochgehen. Das seht ihr relativ gut. Die Fungianer-Tiefe ist zum Beispiel die Mykomantenhöhle. Da habt ihr diese Sporen drin. Oder so eine Tiefe wäre hier die Fungus-Fantasterei. Das sind, die beiden sind quasi Fungianer-Tiefen. Ne? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es sogar noch eine gibt, aber in den beiden könnt ihr das machen. Und das muss, wie gesagt, auf Stufe 8 sein. Dürft euch halt einfach nicht treffen lassen. Ihr könnt es auch in einer Gruppe machen. Und andere quasi vorne kämpfen lassen und von hinten einfach nur ein bisschen draufhauen, dann geht er auf Nummer sicher. Das nächste, was wir haben, ist Ich nehme Kerze. Und hier müsst ihr in der Koboldtiefe, ebenfalls wieder Stufe 8, dürft ihr eine Kerze oder ein Lufttotem nicht verbrauchen. Naja, was sind das für Dinger? Koboldtiefen, das ist zum Beispiel einmal die Wasserwerke oder der Terrorschacht. Und je nachdem, welche Version ihr habt, kriegt ihr am Anfang so eine Kerze oder so ein Totem. Da habt ihr so einen Kreis um euch rum und oben einen Buff. Und umso mehr ihr euch bewegt, umso weiter geht der Buff runter. Und wenn der auf 0 ist, ist das Ding weg und ihr kriegt halt Schaden von dem Effekt. Und im Endeffekt ist das Ziel, mit einer Kerze oder einem Lufttotem von Punkt A nach Punkt B zu kommen, wo das nächste wieder liegt. Ne? Und das nie auslaufen zu lassen. Heißt, nicht so viel hin und her laufen, sondern wirklich straight von eins zum anderen zu laufen. Am besten die Schätze auch liegen lassen. Und das darf halt in den ganzen Delph nicht ausgehen. Ist eine relativ einfache Sache eigentlich. Genau. Dann das nächste, was wir haben, einfach weiter schwimmen. Da müsst ihr in eine Kobi-Tiefe rein. Das sind immer die Tiefen, wo es Wasser gibt, wo ihr untertauchen müsst. Und ihr dürft nicht außer Atem kommen. Heißt, wir haben ja diesen Atembalken und wenn der quasi ausgeht, dann kriegt ihr ja Schaden und das darf nicht passieren. Und dann gibt es meistens so komische Orbs, wo man reinschwimmen kann und dann gibt es wieder Atem. Kobi-Tiefen sind zum Beispiel der Erdsturz, ist eine Kobi-Tiefe. Und ich meine, in Ashkahed war das hier unten Takritan-Abgrund. Die beiden waren Kobi-Tiefen. Ne? Ach, unten steht ja zum Beispiel auch hier das mit dem Achievement dran. Also Handy Notes hilft mir da jetzt gerade auch. Und also wenn, dann spielt das halt sauber und schwimmt immer wieder in diese Luftblasen rein. Oder ihr habt einen Hexenmeister, der quasi euch einen unendlichen Wasseratmungsbuff gibt. Als Druid könnt ihr in die Schwimmgestalt gehen. Ihr könnt euch einen Trank der unendlichen Wasseratmung holen. Also das Achievement ist komplett free. Ja, also wenn ihr eine von diesen Tricks benutzt, dann müsst ihr es nicht mehr sauber spielen. Dann haben wir Spinnensinne. Da müsst ihr in der Naruba-Tiefe, auch wieder auf Stufe 8, dürfen wir keine Netze auslösen oder Eier beschädigen. Und die rufen nämlich Naruba her. Was sind die Naruba-Tiefen? Naja, da gibt es auch wieder viele verschiedene. Jetzt bin ich gerade überlegen, wo habe ich das gemacht? Ich glaube, ich habe es erstmal in den Erdwühlerminen. Da kann man das machen. Da sind Netze, dürfte halt einfach auf dem Boden nicht ins Netz reinlaufen, in der ganzen Delphnet auf Stufe 8 und das abschließen. Ich muss jetzt mal gucken. Hier Spinnensinne könnt ihr auch im Terrorschacht abschließen. Und zwar fand ich es da einfacher, denn da war es tatsächlich so, da sind nicht diese Netze auf dem Boden, die spawnen nämlich immer wieder nach, sondern da sind einfach so Eier. Und da kannst du halt einfach mitten durchlaufen, du rennst halt einfach nicht in das Ei rein. Da finde ich es wesentlich einfacher als bei diesen Netzen auf dem Boden, die immer wieder nachspawnen, wo man auch durchlaufen muss zum Teil. Also das kann ich empfehlen, dahin kannst du reinlaufen und dann hat man das Achievement. Das nächste, was wir haben, ist Tagstürmer. Da müssen wir in der Tiefe des Ordens der Nacht, quasi auch wieder auf Stufe 8, dürfen wir das Artilleriefeuer nicht auslösen. Ne, Artilleriefeuer sind einfach diese Kreise, die größer und kleiner werden. Wenn ihr reinläuft, dann kommt hier dieser Beschuss. Ihr lauft halt einfach nicht in den Kreis rein. That's it. Und das in der im kompletten Delph. Und wenn ihr es abgeschlossen habt, dann passt es. Hier ist wichtige Randinformation. In einem Delph müsst ihr am Ende so einen Fallschirm anklicken. Sonst ist die Tiefe nicht als abgeschlossen gewertet. Also sonst gibt es das Achievement auch nicht, selbst wenn ihr es perfekt gespielt habt. Ja, das sind jetzt diese 5 Special-Dinger. Und achso, ich zeige nochmal, wo das Delph ist. Das ist jetzt quasi hier, ne?
Nachtsturz, Sanctum, das ist im Heilsturz das. Und dann haben wir noch zwei weitere, und zwar einmal Nemesis. Und für Nemesis müsst ihr das Special Delve von Zekvir abschließen. Also da weiß ich schon sicher, dass ich das Video rausgehauen habe. Und zwar Zekvir ist hier oben. Das ist ein Special Delve, wo ihr einfach nur reingeht und einen Boss umhaut. Der ist... Also es gibt zwei Schwierigkeitsstufen. Es gibt einmal Fragezeichen und Fragezeichen, Fragezeichen. Und die sind schon ein bisschen härter getuned. Also dieser Boss, das ist schon so eine Herausforderung. Wenn ihr da Probleme habt, ich habe wie gesagt schon auf jeden Fall, das Video habe ich schon rausgehauen, wie man den umhaut. Ich habe den gleich am Anfang umgehauen, als das rauskam, mit irgendwie, also unter 600er Item-Level, und mein Brand war auch noch nicht hochgelevelt. Also wenn ihr 600 aufwärts seid, euer Brand schon ein bisschen gelevelt ist, dann sollte der Fragezeichen-Modus gehen. Den braucht ihr fürs Meta-Achievement, und Fragezeichen-Fragezeichen-Modus, da braucht man, denke ich mal, schon ein bisschen besseres Gear für. Genau, aber da gibt es den Nemesis. Und das letzte Achievement, was wir haben, ist Bran-Entwicklung. Und dafür müsst ihr Bran einfach nur auf 25 spielen. Ich würde mal behaupten, wenn ihr alle anderen Achievements bis hierher jetzt geholt habt, dann ist euer Bran wahrscheinlich schon auf 25 aufwärts. Meiner ist jetzt, wo ich das Video aufnehme, auf knapp 40. Und ich musste halt immer auch warten, bis die richtigen Delves kommen. Also das Letzte, was mir gefehlt haben, waren halt die richtigen Delves, dass ich die ganzen Sachen einmal in jeder Variante spiele. Genau, das waren eigentlich jetzt alle Erfolge soweit. Und ja, ist doch einiges zu tun, würde ich sagen. Vor allem das tägliche Checken von den Delves ist das Nervigere. Und vielleicht nur das ein oder andere Achter mit einer Special-Ding zu spielen. Da müsst ihr vielleicht gucken, ne, dass ihr das vernünftig hinkriegt. Und ja, dann sind wir eigentlich soweit durch. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachspielen. Soll es noch Fragen geben, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.